Die Höllentalbahn. Jede halbe Stunde kommt einer der roten Züge durch das Höllental gerollt und befördert einige hundert Passagiere das Tal rauf und runter. Kaum jemand, der im Dreisamtal wohnt, würde ohne sie pünktlich zur Arbeit oder zu Verabredungen kommen. Die 25,4 Kilometer lange Höllentalbahn, die von Freiburg nach Donaueschingen fährt, ist die steilste Hauptbahn Deutschlands. Die Steigung beträgt 57,14 Promille. Sie fährt 268 bis 885 Meter in die Höhe. Sie wurde, nachdem fast drei Jahrzehnte geplant wurde, am 21. Mai 1887 eröffnet. Der Bau kostete rund 6.737.000 Mark und dauerte circa 5 Jahre. Anfangs wurde sie an steilen Strecken noch mit Zahnstangen angetrieben. 1936 wurde sie elektrifiziert. In der Zeit zwischen 1919 und 1945 gehörte sie zur Deutschen Reichsbahn und die folgenden 49 Jahre zur Deutschen Bundesbahn. Im Jahr 1990 wurde sie modernisiert. Seitdem fuhren rote Doppelzüge, die heute immer noch fahren. Während der Fahrt durchquert man 15 Tunnel. Der längste davon, der Döginger Tunnel, ist 535 Meter lang. Außerdem fährt man über einige Brücken. Die bekannteste davon, die Ravennabrücke. Diese überwindet eine Steigung von 12 Metern und ist 224 Meter lang. Der Bau der Höllentalbahn hatte damals zahlreiche Folgen für die Menschen. Einer der wichtigsten war wahrscheinlich der Tourismus, der dadurch um einiges zunahm. Es war nun leichter und schneller, zum Beispiel von Freiburg nach Donaueschingen zu gelangen. Früher musste man zu Fuß oder mit der Kutsche fahren. Es dauerte mehrere Tage. Mit dem Bau der Höllentalbahn brauchte man dafür nur noch wenige Stunden. Dadurch wurde der Wintersport im Schwarzwald gefördert und auch im Sommer gab es mehr Besucher. Die Höllentalbahn hatte außerdem noch mehr Auswirkungen auf die Bevölkerung, was man zum Beispiel an den Gasthäusern sehen kann. Früher mussten die Leute jedes Mal in einem Gasthaus übernachten, wenn sie im Schwarzwald unterwegs waren. Durch die Bahn mussten sie dies nicht mehr. Allerdings gab es dadurch auch viel mehr Touristen, die die Gasthäuser besuchen konnten, weshalb auch einige Bauernhöfe zu Restaurants umgebaut wurden. Insgesamt hatte der Bau der Höllentalbahn zwar einige Nachteile, es entstanden viele Kosten beim Bau und Reparatur der Streckenteile. Steinlawinen beispielsweise richteten großen Schaden an. Insgesamt war sie aber für fast alle ein Vorteil und wäre heutzutage kaum noch wegzudenken.